Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Parking Tycoon hier bei Heisenberg zockt. So, es ist helllichter Tag, das ist eine Ausnahme, das ist aber auch schön. Und wir haben 34.000 Dollar und ja, die Reputation 8. Ich glaube, das ist das Maximum, was man erreichen kann. Was wir noch nicht haben, ist Downstairs, die ganzen Sachen. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Hamburg, am Lager war es, da muss ich nochmal bestellen. Das werden wir gleich rausfinden. Was gibt es hier noch Schönes? Die Teile. Ja, die nehmen wir mal rüber. Aber ich glaube, ich kann nicht alle mitnehmen. Doch, das ging. Sehr gut. Dann haben wir ja die Kisten. Das heißt, wir können bereits danach bestellen. Aha. Nee, haben wir schon. Okay, Tag, Kollege. Machen wir mal auf. So, bitte Vorsicht. Piep, 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 piep. Reverse fahrendes Fahrzeug sozusagen. Einmal den, einmal hier rein. Und dann haben wir hier wieder Gemüse. Mal gucken, ob wir das noch mitnehmen können. Falls ja, nehmen wir. Die drei Hecken, das geht schon mal nicht. Ja, dann ist Feierabend. Gut, hier haben wir nochmal 8 von denen. 16. Ich glaube, das reicht. Das müsste tatsächlich reichen, dass wir da unten alles fertig kriegen. So, kaum angefangen. Niesen. Sag mal, mache ich einen Schnitt. Muss euch nicht interessieren. Wird rausgeschnitten. Ganz klar, habe ich schon mal gesagt. Ich möchte niemandem ins Gesicht niesen. Nicht, weil es ansteckend wäre. Also, ich habe ja nichts. Außer, dass ich halt niesen musste. Aber nein, das macht man halt nicht, finde ich. Macht man auch bei YouTube nicht oder in dem Stream. Also, dann schauen wir mal, was wir hier noch verarbeiten sollen. Wir haben die noch nicht alle. Ne, da hinten sind die noch. Ja, aber dann haben wir sie. Das sind nicht mehr viele. Da können wir die anderen wieder verkaufen, weil ein weiteres Parkdeck wird es kaum geben. Also das würde mich erstaunen. Fehlt hier auch noch einer? Ne, jetzt haben wir sie wirklich komplett. Fehlt hier hinten was? Nein. Gut, dann haben wir die. Dann machen wir... Wenn ich den Knopf finde, die weg. Dann haben wir hier das Gemüse. Hier haben wir noch so ein Plant-Teil. Muss ich mal gucken. Hier vielleicht. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da kann man tonnenweise Pflanzen reinsetzen, vermutlich. Zack, einmal so. Haben wir Tonnen? Ich glaube nicht. Aber ein paar haben wir. Guck mal. Drei Stück. Das wäre dann mal zack hier. Zack, hier. Dann machen wir hier noch so ein Teil hin. Und dann kommen dort in die Mitte. Weil ich bin ja Hobbygärtner, was ich nicht bin. Kommt das Teil. Ja, das sieht doch soweit gar nicht schlecht aus. Haben wir sonst noch was dabei? Moment, das ging zu schnell. Ja, die Teile, die verkaufen wir. Kann ich die alle? Ne, da muss ich so. Weil die brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Auch nicht am Lager. Die gehen ja nicht kaputt. Das ist was anderes wie zum Beispiel ein Zaun. Wenn da die Radendale-Brüder wieder kommen, dann ist das Ding wieder im Eime. So, lass uns mal wieder hier rauf gehen. Oder einmal wieder hier rauf gehen, weil, ja, dann haben wir nicht immer den gleichen Aufgang. Tag, Kollege. Ja, eine schöne Garage. Gefällt mir. Also ist schon krass, was jetzt daraus entstanden ist tatsächlich. Oh, irgendwas war noch mit Lampen. Jetzt muss ich echt nochmal Lampen bestellen. Weil irgendwie habt ihr geschrieben, ich bin, glaube ich, an zwei grünen Dingen vorbeigelaufen. Kann das sein? Haben wir eine Bestellung offen? Ich glaube, nein. Oder schon? Werden wir gleich wissen. Ne, sieht nicht so aus. Ach, Dächer brauchen wir natürlich auch noch. Für oben. Haben wir oben? Ja, ich kaufe mal drei Dächer, weil ich glaube, oben sind wir noch gar nicht fertig mit den Dächern. Security, nein. Dekoration, ja, die gehen immer. So, was wollte ich jetzt noch kaufen? Lampen, genau. Ich glaube, eine Straßenlampe habe ich verpennt oben. Aber die haben wir doch kontrolliert. Ich glaube, ich habe zwei Straßenlampen verpennt. Wir machen das mal so. Wir bestellen das mal für 6.500. Sehr gut. Und dann gucken wir, was wir kriegen. Erste Orientierungsschwierigkeiten. Weil die können wir auch verkaufen. Und zwar alle. Und dann haben wir hier die Pflanzen wieder. Die machen wir rüber. Machen wir die rüber. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen die Frage, sollen wir gleich wieder runtergehen? Ja, ich würde sagen, ja. Ich nehme mal hier noch je eins mit. Zack. Und davon noch, was haben wir jetzt hier? Zwei von denen, das war, wollte ich genau nicht, sondern ich wollte, ich glaube, das hier wollte ich noch, kann das sein? Ist das was anderes? Geht nicht, warum geht das nicht rüber? Mach mal. Ach so, wir haben die schon. Ach du Grüne. Bisschen Konzentration, Herr Eisenberg, Dankeschön. Haben wir einmal hier das, das ist Hotdog, das ist Coffee, wobei Hotdogs können wir, glaube ich, mehr haben. Also, weil das sind kleine Lieferungen. Wie sieht es hier aus? Das ist dann die Snackbox. Okay, dann können wir das nämlich auch mal wieder machen. Da ist die Bestellung schon angekommen. Sehr gut. Wir gehen trotzdem schnell zu den Automaten. Füllen hier mal auf, was wir auffüllen können. Und bei den Hotdogs, da haben wir zwei. Wie gesagt, da sind glaube ich auch nur irgendwie 20 oder so in der Kiste drin.
Ja, genau. Dann haben wir die 40 wieder. Die wir verkaufen können. So, man reiche mir. Dankeschön für die immer zuverlässige Arbeit. Die 3 Dächer. Dann die 2 Lampen. Da bin ich gespannt. Geht wieder nicht. Ist wieder zu schwer. Ist es denn wahr? Tatsächlich, guckt euch das mal an. Okay, wisst ihr was? Dann nehmen wir die Dächer raus. Machen wir die nachher. Ich möchte tatsächlich zuerst gucken wegen den Lampen. Kriege ich hier noch mal ein bisschen Gemüse rein? Jawohl. Ja, jetzt ist Feierabend. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich mich nicht täusche, war das oben auf dem Deck. Kann das sein? Da habt ihr eben geschrieben, ich bin zweimal an so einem Ding vorbeigelaufen. Sonst müsst ihr es nochmal in die Kommentare schauen. Wir gucken mal. Ach, hier. Ach, du Grüne. Okay. Da haben wir tatsächlich auch Lampen. Gut, also dann haben wir da hinten wahrscheinlich auch nochmal welche, oder nicht? Ja, ich nehme es mal an. Hier ist natürlich in dem... Oh, da ist einer randalieren. Hier ist natürlich in dem Sinne auch noch nicht. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier schnell runter? Auch noch nicht alles fertig, aber... Ja, das sind Detailarbeiten. Jetzt ist Ruhe. Kann es sein, dass der Gard mal wieder... Ich höre nichts mehr. Ich glaube, der Gard hat mal wieder zugeschlagen. Weil freiwillig hört der ja, glaube ich, nicht auf. Okay, Bäumchen. Nee, aber die Pflanzen war unten. Weil unten haben wir noch gar nichts. Einmal hier um die Kurve. Und dann brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich nochmal 2 solche Lampen. Und dann werden wir gucken, dass wir da auch noch alles hinkriegen. Machen wir mal die Hecke. Das klingt immer, als würden die hier irgendwie alles demolieren. Habe ich die Hecke? Aber einmal eine Hecke hier. Einmal hier und dann vielleicht hier in der Mitte noch. Ich denke eben, es spielt keine große Rolle, wo die sind. Die müssen einfach da sein. Dann zählt sie sozusagen. Bäumchen. Wo haben wir noch gar nichts. Hier haben wir ein bisschen was. Da hinten haben wir zum Beispiel noch nichts. Dass das wenigstens doch ein bisschen verteilt ist, das Ganze. Ich denke, das ist nicht so verkehrt. So, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Und dann haben wir hier nochmal was. Dafür haben wir noch die 3 von denen. Einmal. Und hier haben wir das Ding, genau. Dort hinten haben wir auch noch ein bisschen Platz. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz hinten noch nichts. Gehen wir auch schnell gucken. So, einmal zack und einmal zack. Dann haben wir das ebenfalls. So, ist wieder eine Bestellung. Haben wir noch was bestellt? Nein, wir müssen nochmal Lampen bestellen. Oder ich müsste schnell gucken, ja, ob wir tatsächlich noch Lampen brauchen da oben. Also ob hinten tatsächlich auch noch ein Bedarf herrscht. Wahrscheinlich schon. Tag, Kollege, der rennt schon. Ich überlasse das mal ihm, ob er den wegkriegt. Weil die Zäune sind alle noch da. Ich muss nochmal eins in die Höhe, sonst finde ich das nicht raus wegen oben. Das wird sonst schwierig. Vielleicht sehen wir hier den Randalierer. Dann könnten wir dem noch einen Tipp geben. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Die Zäune sind aber tatsächlich noch alle da. Gut, also Lampen. Hier ist nichts. Wobei, das sehe ich so natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich muss erst die Lampe haben. Ist relativ klar, weil sonst erscheint diese Blaupause nicht. Ja, okay. Da ist aber immer noch einer dran. Come on, gibt's doch nicht. Herr Gard, walten Sie Ihres Amtes und machen Sie den weg. Und zwar ganz. Und zwar jetzt. Nicht erst morgen. Jetzt ist Ruhe. Jetzt, wo ich komme. Ist es wahr? Nee, so ganz Ruhe. Oh, der Opa. Hey, get the hell out of here. Ja, aber ich glaube, ich habe ihn wieder erwischt. Also das müsste der doch langsam irgendwie, wie soll ich sagen, merken, dass das keinen Sinn macht, weil er die ganze Zeit mit blauen Flecken nach Hause kommt. Der blöde Kerl. So, was brauchen wir? Lampen, haben wir gesagt. Die haben wir hier. 2 Lampen. Wir machen mal 4. Vielleicht haben wir... Wir machen mal 6. Vielleicht haben wir da zwischendrin noch was. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ansonsten würde ich sagen, passt das. Das bestellen wir mal. 35.000. Ja, das ist natürlich die Frage, im Endeffekt, was machen wir mit dem ganzen Geld? Eben, wir könnten... Oh, wir haben ja am Lager... Moment, wir haben ja die Dächer noch. Apropos, was machen wir mit dem ganzen Geld? Hier, dreimal Dach. Rüber, bitteschön. Komm, wir nehmen die auch schon mal rüber. Die verbraten wir dann wieder unten. So, einmal wieder rauf. Und dann mal gucken, was wir hier tatsächlich noch an Lampen installieren können. Wir sagen der Dunkelheit den Kampf an. Achso, nee, ich habe ja noch keine Lampen. Moment, da müssen wir noch mal ein Momentchen warten. Aber man sieht, hier fehlen halt tatsächlich noch diverse Dächer. Ganz klar, da kann ich nichts mehr machen. Ja, die könnte man auch noch. Und jetzt gehen wir aber hier hin. Nochmal runter. Die könnte ich auch hier verbraten, ist klar. Möchte ich aber nicht. Ich möchte die tatsächlich im Untergeschoss sozusagen haben. Das geht schneller, wenn ich den hier mache.
Und dann hier runter Düse. Hey, wo haben wir noch nichts? Ich möchte nicht überall... Ja, hier fehlt noch was. Nicht überall massiv was haben. Aber so ein bisschen halt. So, nächster Stoß. Das wäre das Teil. Weiß auch nicht, was Ort heißt. Das ist einfach die Übersetzung. Warum habe ich denn ein so ein Teil gekauft? Ist es denn wahr? hier ein Bäumchen. Und dann gibt es dort noch ein Bäumchen. Dann haben wir die schon wieder. Und dann haben wir schon wieder eine neue Bestellung. Es ist ein Hin und Her. Was haben wir bestellt? Ja, die Lampen, genau. Die ich jetzt eigentlich schon vermutet hatte, dabei zu haben. Falsch vermutet, die Lampen, die sind noch unterwegs, beziehungsweise jetzt angekommen via LKW. Tag Hotdog, Hallöchen. Nennt den jetzt aber mal Hotdog, ich weiß nicht, wie er heißt. Halt, Lieferung war hier. Danke. Zack, Lampen rüber, die ganzen 6 Stück, geht das? 4 kriege ich rüber. Die haben halt auch wieder Gewicht, okay. Ich meine, wir haben... 37.000, also wir können so eine Lampe, wie soll ich sagen, also wir können auch 20 Lampen bestellen, ist egal. Lieber zu viel, weil dann können wir nämlich wirklich gucken, wo hier noch was fehlt. So, und jetzt, wenn ich das an der Angel habe, dann haben wir nämlich auch die Blaupause. Ja, guck mal, tatsächlich hier. Aha, und hier, da haben wir wahrscheinlich sogar zu wenig Lampen. Ja, jetzt wird es richtig hell hier oben. So, weil wir haben natürlich die andere Seite auch noch. Oder ist hier hinten sogar noch was? Ne, hier hätte ich auch noch eine Lampe hingestellt, wenn ich jetzt dieses Parkhaus tatsächlich selber gebaut hätte. Ja, da ist Feierabend, weil wir ja nicht alles mitnehmen konnten. Dann haben wir noch eine Stelle. Moment, 1, 2, 3. Ne, 2. Wir brauchen 2 weitere Lampen. Höchstens, wenn wir jetzt hier vorne noch was hätten. Das glaube ich aber nicht. Das hätte ich, glaube ich, gesehen. Ja, ich sehe manchmal, wenn man eine Lampe braucht. Nicht immer, aber manchmal. So, also, gleich nachbestellen die Teile. Oder, nee, Blödsinn, wir haben doch noch welche im Lager. Ich konnte nicht alle mitnehmen. Haben wir noch 2 Stück? Ja, perfekt, guck mal. Mit viel Glück getimt. Rüber, rüber, rüber. Dann können wir gleich nochmal runter und dort den Rest machen, würde ich vorschlagen. Also, Lampe, hui, hui. Und dann einmal den hier. Da ist sie wieder, die Lampe. So, also hier steht sie. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Jetzt ruckelt es gerade irgendwie. Hallo, alles in Ordnung? Ich hoffe es mal. Höre ich da schon wieder irgendwie einen am Klöppeln? Oder habe ich langsam Paranoia? Das könnte ich auch sein. Irgendwann wache ich schweißgebadet auf nachts und höre irgendwo einen gegen den Zaun klopfen. Und dann suche ich einen Stock wahrscheinlich, ja. Und dann gehe ich irgendwie auf die Katze los. Nee, das lassen wir. So, gut. Also, wir haben ja noch Gemüse dabei. Gehen wir nochmal runter. Das kann ich auch hier mit dem Jump lösen. Hier bringt das Jumpen, glaube ich, nicht viel. So, einmal. Ja, hier hinten fehlt noch Zeugs. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Und dann haben wir hier noch so einen Streifen. Hat wirklich was von einem Kleingärtner. Oh, hier ist noch ein ganzer Bereich. Der fehlt. Einmal Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen und da sind wir schon wieder leer. Gut, dann haben wir die Lampen installiert. Jetzt haben wir eigentlich, ja, im Groben alles gemacht. Oben fehlen noch Dächer. Wir werden noch schnell ein paar Dächer kaufen. Und zwar viele, weil wir haben 41.000. So, dass wir oben zumindest den Großteil jetzt gerade noch hinkriegen. Oh, da kommt Nachschub und die stehen sogar schon im Stau. Das ist natürlich schön, die bringen alle Geld. Also, was habe ich gesagt? Ich werde es gleich rausfinden. Geschäft, Dächer, genau, die teuren. Wir machen mal 25, okay, dann können wir die Löhne noch bezahlen. Oh, das ist aber zu schwer. Ja, auch das noch für den blöden Lieferwagen. Jetzt geht's. Der kann nicht 10.000 Dächer transportieren. Schade eigentlich. Haben wir hier noch was? Nein, nur Kollege Food. Da müssen wir schnell warten, bis der kommt. Wir können mal schnell gucken bei den Bildschirmen. Also die Bilder ändern sich schon, aber es ist halt tatsächlich, es ist halt, ja, es ist kein bewegtes Bild. Es ist halt tatsächlich einfach ein eingefrorenes. Eigentlich schade, aber ich denke, das ist halt wahrscheinlich zum Programmieren dann doch wieder relativ aufwendig. Kommt der Kollege? Alles okay bei dir? I've got to keep an eye on business. Ja, ich keep an eye on business. Ich warte auf die Lieferung. Bestellt habe ich. Ich gehe nochmal kontrollieren. Gibt's doch nicht. Geschäft? Ja, Shoppingcart, hier ist nichts mehr drin, dann müssen die Dächer unterwegs sein. Dauert wahrscheinlich... Oh, was?
Komme ich hier wieder raus? Wahrscheinlich hier. Ja, sind diese Dächer so schwer, dass das arme Fahrzeug irgendwie noch 2 km/h macht? Da kommt nichts. I've got to keep an eye on business. Ich hab's doch bestellt. Ich hab doch extra ein paar Dächer raus. Ja gut, wir können natürlich, wenn wir was bestellen, und dann steht da, ob wir was bestellt haben. Aber also ich war jetzt wirklich hundertprozentig sicher, dass wir diese Dächer bestellt haben. Gibt's doch nicht. Geschäft, Dach. Mach mal. Ah, hier, Order in Progress. Ja, aber bringt er jedes Dach einzeln zu Fuß? Oder haben wir jetzt einen Bug entdeckt? Hm, weil da kommt nichts. Der kommt ja schon aus dieser... Ja, ich glaube, nein. Ja. Oder ist hier hinten Stau? Oh, das könnte natürlich sogar sein, dass der... Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Der steht im Stau. Weil sich die Autos hier stauen, wisst ihr was? Aber dafür haben wir ja eine Lösung. Das ist zwar schlecht, weil wir die Kundschaft sozusagen auslöschen. Hey, get the hell out of here. So, das müsste reichen. Dann können die wieder ein bisschen weiter nach vorne. Der steht an, jetzt ist im Stau. Aber das ist irgendwie noch halt gut gemacht, dass das sozusagen einberechnet wird. Also der kann halt nicht fahren, weil die halt im, weil die hier im Stau stehen. Wir haben hier so einen Antrag auf den Parkplatz. Oder haben wir hier vorne irgendwie einen Knuddelmuddel? Warum fahren die nicht mehr? Ja, ich glaube, hier ist was. Der muss mal weg. Ja, der steht auch quer. Jetzt fährt der raus. Ja, jetzt kommt wieder Bewegung rein. Ne, der geht auch weg. Ich weiß, das kostet Geld, weil die bezahlen natürlich nicht. Aber jetzt haben wir das, glaube ich, entworren, hoffe ich mal. So, gut, dass wir das gesehen haben. Nein, falsch, wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, was macht der LKW? Ist er jetzt unterwegs? Jetzt müsste er eigentlich hier dran vorbei sein. Das heißt, wir müssen gleich Delivery Bescheid kriegen. Oder auch nicht. Mag er nicht mehr. Doch, da kommt er doch. Zu lange im Stau gewesen. Jetzt hat der Fahrer keine Lust mehr. Und denkt sich, du kannst deine Dächer auch selber holen. Aber wir haben sie noch gekriegt. Jetzt kann ich aber die nicht alle rübernehmen. 4 Stück. Oh Gott, da laufe ich ja 20 Mal. Wo gibt's denn sowas? Okay, einmal in die Höhe. Was? Dann schnappen wir uns das Dach. Ja, dankeschön. Und gucken, wo wir die installieren. Hier hinten irgendwo. Zack, zack, zack. Da haben wir welche. Haben wir hier wirklich welche? Doch. Und logisch, dass wir hier oben natürlich die am wertvollsten oder die wertvollsten Dächer nehmen. Das ist klar. Gut, wieder runter. Hin und her, her und hin. Wir schnappen uns nochmal 4, weil mehr können wir nicht tragen, haben wir gesehen. Einmal hier rein, einmal um eine Kurve. Und dann, ja, schnappen wir uns wieder 4 Stück. Schön wäre halt, wenn man das irgendwie, ja, noch ein bisschen skillen könnte, dass man vielleicht 80 Kilo tragen kann. Halt eben irgendwie mit einem Leiterwagen, den man hinterher zieht oder irgendwie mit sowas, ich weiß auch nicht mit was. Aber das wäre natürlich auch was, dass man zum Beispiel bei Level 8 dann einfach mehr tragen kann. Dem ist aber nicht so. Das sehen wir ja. Gut, also Dach. Nochmal hier. Nochmal die 4 Stück. So, da haben wir es auch. Und dann haben wir nochmal welche. Ich habe fast gesagt im Kühlschrank. Nein, im Kühlschrank haben wir nichts. Ja gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir beenden das hier, weil das Ding ist fertig. Also wir können nicht mehr viel machen. Wir könnten jetzt die Dächer natürlich noch hinmachen. Noch überall Dekoration. Das finde ich ist eigentlich unsinnig, weil ja, wir haben das höchste Level erreicht, also viel mehr passiert nicht mehr, außer dass wir dann halt alle Dächer haben. Das ist natürlich auch klar. Aber ansonsten, also ich muss nochmal sagen, ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Schlicht und einfach. Es ist ein relativ einfaches Konzept, aber es funktioniert perfekt. Auch das mit der Pistole, dass man halt Autos wegbeamen kann, die sich da verkeilt haben, das ist halt wichtig und gut. Ja, dann hoffe ich, hat euch ein bisschen gefallen, das Let's Play. Es gibt noch ein DLC, wo man irgendwie, glaube ich, in der Karibik oder irgendwo im Sonnenschein das Ganze baut. Ich muss mal gucken, ob ich mir das hole. Wenn ja, werdet ihr es merken. Dann gibt es davon nämlich ein Let's Play wieder. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in einem anderen Video wieder mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.